Hallo Freunde! In diesem Video werde ich euch einen interessanten Trick zeigen, der eure Freunde oder Mathelehrer verblüffen wird. Bevor wir den Trick starten, möchte ich euch aber etwas zeigen. Auf diesem Zettel habe ich einige Informationen aufgeschrieben, die wir am Ende des Tricks brauchen werden. Ich gebe ihn in einen leeren Ordner und verspreche euch, dass ich ihn bis zum Ende dieses Videos nicht öffnen werde. Um zu zeigen, dass das Video nicht geschnitten ist, seht ihr hier in der Ecke eine Stoppuhr, die wir genau jetzt starten. Und lasst uns loslegen. Also, ich schreibe zuerst eine vierstellige Zahl auf. Lass es 1, 5, 3, 9 sein. Es ist übrigens ratsam, wenn du mit mir zusammenschreibst, um mich später zu überprüfen. Dann müsstest du mir idealerweise eine vierstellige Zahl diktieren. Aber da ist das jetzt unmöglich, weil ich dieses Video aufnehme, wählt ihr sie einfach mit dem Zufallsgenerator aus. Wir schreiben immer nur eine Ziffer. Klickt auf Generieren und die erste Ziffer, die wir haben, ist 8. Wir schreiben sie unter der vorherigen Nummer. Dann kehren wir wieder zum Zufallsgenerator zurück, klicken auf Generieren und die folgende Ziffer wird 7 sein. Wir schreiben sie neben die 8. Die folgende Ziffer ist 3. Wir schreiben sie auf und die letzte Ziffer ist 4. Wir erhalten also die Zahl 8734. Ich schreibe sie der Einfachheit halber alle Zahlen in einer Spalte auf. Und jetzt werde ich eine andere Nummer wählen. Lass es 1265 sein. Dann müsstet ihr mir wieder im Idealfall die Nummer diktieren, aber wir werden sie mit dem Zufallsgenerator auswählen. Klickt auf Generieren. Die erste Ziffer wird 3 sein. Wir schreiben sie auf. Die zweite Ziffer ist 7. Wir schreiben 7. Die dritte Ziffer ist 6. Wir schreiben 6. Und die vierte Ziffer ist 4. 3, 7, 6, 4. Und ein letztes Mal werde ich eine beliebige Nummer wählen, lass es 6, 2, 3, 5 sein. Also, wir haben jetzt 5 vierstellige Zahlen. Nächster Schritt. Ich möchte, dass ihr mir helft und diese 5 Zahlen addiert. Das heißt, einfach die erste mit der zweiten, der dritten, der vierten und der fünften zusammenzählen. Ihr könnt es mit dem Taschenrechner oder in einer Spalte tun, wenn ihr dem Rechner nicht vertraut. Zählt einfach diese 5 Zahlen zusammen, mehr müsst ihr nicht machen. Drückt im Video jetzt auf Pause und zählt diese 5 Zahlen zusammen. Nun, ich hoffe, der Rechner hat euch nicht enttäuscht. Erinnert ihr euch an den Zettel, den ich in einen leeren Ordner gelegt habe und während des ganzen Videos nicht geöffnet habe? Lasst ihn uns jetzt öffnen. Ist das die Nummer, die dein Rechner anzeigt? Es ist die Summe dieser vierstelligen Zahlen, oder? Und ich wusste das schon, bevor wir unseren Trick begannen. Wie konnte ich wissen, welche Zahlen ein Zufallsgenerator uns geben wird? Das ist unmöglich, nicht wahr? Hier ist so ein Trick. Ich hoffe, euch gefällt dieser Trick. Es klingt unglaublich, aber ich bin mir sicher, ihr wollt wissen, wie ich es gemacht habe. Ich werde es euch jetzt zeigen. Bevor ihr mit dem Trick beginnt, müsst ihr auf einem Papier eine beliebige Nummer von 20.000 bis 30.000 notieren. Ich schreibe sie in meine geheime Datei. Lass es zum Beispiel die Zahl 27.532 sein. Ihr habt sie niedergeschrieben, euch gemerkt, ein Stück Papier gefaltet und sie an einer für alle sichtbaren Stelle gelegt, damit sie sehen, dass ihr es bis zum Ende des Tricks nicht berührt. Jetzt notiert ihr euch auf einem Block die erste vierstellige Zahl und unsere geheime Nummer 27.532 wird eine Quelle dafür sein. Ihr solltet die erste Ziffer fallen lassen und zur letzten 2 hinzufügen. Wir erhalten somit 7534. Das ist unsere erste Zahl. Dann bittet euren Begleiter, euch eine vierstellige Nummer zu nennen. Lasst ihn 6712 rufen. Ihr habt sie aufgeschrieben und danach schreibt ihr eine vierstellige Zahl auf und behauptet, dass es eine zufällige Nummer ist. Ihr notiert 3287. Um genau zu sein, habt ihr sie nicht ohne Grund gewählt. Wir müssen 9999 als Summe dieser letzten 2 vierstelligen Zahlen erhalten. Das ist das Hauptgeheimnis. 6 plus 3 gleich 9, 7 plus 2 gleich 9, 1 plus 8 gleich 9 und 2 plus 7 gleich 9. Ihr schreibt sie einfach auf und bittet euren Begleiter, euch noch eine vierstellige Zahl zu sagen, ganz egal welche. Lass ihn 7153 sagen. Danach schreibt ihr eure vierstellige Zahl nach dem gleichen Prinzip wie vorher auf. Ihr schreibt 2847. 7 plus 2 gleich 9, 1 plus 8 gleich 9,
5 plus 4 gleich 9, 3 plus 6 gleich 9. Jetzt wisst ihr, dass die Summe der letzten zwei Zahlen 9999 ergibt. Und die Summe der vorherigen zweiten Zahl ergibt auch 9999. Und jetzt, um zu überprüfen, dass wir alles richtig gemacht haben, nehmen wir einen Taschenrechner und addieren diese Zahlen. Wir zählen 9999 zu 9999 hinzu und addieren unsere erste Nummer 7534. Das Ergebnis ist 27532. Ihr entfaltet das Papier, das auf euch die ganze Zeit gewartet hat, und überrascht damit euren Begleiter. Ich hoffe, euch gefällt dieser Trick und dass ihr damit eure Freunde beeindrucken könnt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, und seht euch auch meine anderen Videos an und klickt einfach auf den Bildschirm.